Das ist die Bergara B14 Wilderness Fiera. Ja. Wir sind auf der Jagd- und Hundmesse hier am Stand von Lieder. Das ist der Großhändler von Bergara. Und hier bei mir ist der L. Und der L ist auch von Bergara direkt. Und du bist der Marketing-Coordinator. Okay, er ist ein Marketing-Coordinator. Original English speaking. Aber heute sprechen wir mal ein bisschen auf Deutsch. Also wir werden ein paar Fachbegriffe hier reinbringen. Und wir haben natürlich was ganz Besonderes. Wir haben ein neues Modell von Bergara. Hallo Jäger, Jägerin, hier gibt vor 2024 das neues Gewehr von Bergara, der B14 Sierra. Das ist mit dem neuen Schaf, ja. Auch der einstellbare Backe und gibt auch den Linksarm in 308, 300 Winmag, 300 PRC. Auch 6,5 Speedmore und PRC. So, ja. Also eine ganze Reihe von neuen Kalibern auch. Ja, ja, genau. Ja. Auch wir hatten ein neues M5 Inlet System, Bottom Metal System. Das ist normal, typisch System in den US, auch Europa, international, für das IAC System Magazine. So, ja, das ist optimal für Mischutes, Polymer. Polymer Magazine oder Metal Magazine auch. Ja, also ganz neues, also ein neues Inlay, sage ich. Ja, ja, die neues Inlet. Ja, ja, neues Inlet, der Standard, International Standard für IAC System ist die M2. M2, ja, okay, genau. Ja, ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall ein neues Modell aus der Wilderness-Serie. Ja, und Wilderness-Serie ist immer, wenn ihr viele Videos geschaut habt bei Jagd Total, dann kennt ihr das mittlerweile. Die Wilderness-Serie haben diesen handbemalten Schaft. Ja, und das Besondere an diesem Schaft ist natürlich hier der einstellbare Schaftrücken. Ja, ja, genau. Das ist eine coole Sache, kann man also ganz individuell anpassen hier. Und was mir auch immer sehr gut gefällt, das ist hier der etwas steilere Grip. Ja, der Pistolengriff hier, super cool. Kann man hier auch noch Spacer ran machen bei dir? Ja, genau, die Spacer ist auch gemacht, mein Länge oder Kuss. Ja, also man kann den Schaft eben auch noch ein bisschen verlängern oder so lassen, wie er ist, ja. So, dann gibt es den in vielen Kalibern, du hast jetzt schon ein paar aufgezählt, wenn ich mich recht erinnere, haben wir 223 Remington. Ja. Ja, also ein relativ neues Kaliber bei Bergara. Dann haben wir natürlich 308, 3006, wir haben 6,5 Creedmoor, wir haben 6,5 PRC, wir haben neu 7 mm PRC. Ja, genau. Und dafür gibt es mittlerweile auch die ZIP-Zulassung, hat der L mir heute gesagt. Ja, also ganz offiziell können wir 7 mm PRC bekommen in Deutschland. Ja, dann 300 Winmark haben wir noch. Habe ich noch was vergessen? 3006? Ja, ja. Ja, 300 PRC, glaube ich auch. Ja. Also 300 PRC, also eine ganze Reihe von Kalibern. Und das wird auch viele Linksschützen freuen. Mhm. Es gibt sie auch in verschiedenen Linksvarianten. Ja, genau. Wahrscheinlich die 308 in Links. Ja, 308, 300 PRC, 300 Winmag und beide 6,5 Creedmoor und auch die PRCs. Ah, cool. Also eine ganze Reihe Linksoptionen. Ja, super cool. Was haben wir noch hier? Gefluteter Lauf. Ja. Ja, das ist halt bei den Bergara-Läufen auch wirklich, wirklich richtig cool. Ja, mit der Mündungsbremse. Mündungsbremse ist auch standardmäßig immer dabei. Ich schieße jetzt mittlerweile fast nur noch mit Schalldämpfer. Ja, ja, ja. Aber natürlich sehr cool, diese Omni-Mündungsbremse. Ja, ein rundum gelungenes Gewehr, würde ich sagen. Wie ist der Preis? Der UVP in Deutschland ist 1.179 Euro. Ja, in Deutschland, ja, ja. Sehr cool. Ja, und dann geht es morgen weiter mit den anderen Gewehren. Es gibt nämlich noch ein paar neue Modelle von Bergara. Und die stellen wir jetzt jedem Tag in einem separaten Video vor. Super. Danke dir. Bitteschön.